Ehrlich gesagt sind mir die egal, die Rouladen. Und das Papel Game ist mir auch ziemlich egal. Noch zwei Cores. Okay. Hat. Was erklärt? Solange nicht mit Schottland zusammen ist, ist alles gut. So. Nee, keine States machen, ist alles scheiß shitty States. Alle Calais. Ah, ja, irgendwelche Claims auf meine Provinzen. Ah, toll. Noch eine Stabilität runter. Gut. Oban hat auch einen Claim. Fabriziert. Okay. Frankreich hat Britannien den Krieg erklärt? Tatsache. Fängt ja früh an. Gegen Britannien und Utrecht. Echt ist da oben. Ja, komm mal her. Mit der Kastilien wird in den Krieg holen. Okay. Gut, sobald ich genug Favor habe, bleibt mir Frankreich an mit gemeinsamen Kräften. Stil, England, Portugal. Und ich kann da mit meiner Armee noch drillen, fällt mir gerade ein. Vergessen. Noch Supply sind 34. Lass mal auf London. Vielleicht zusammen hinstellen, die Armee zusammen drillen. Ja, ich teste gerade das neue DLC Wulbutania aus. Ich weiß nicht mehr bei War of the Roses, ob das was gebracht hat. Ob ich minus 2 lassen sollte. Das soll im Übrigen weg. So. Auch nicht überschüssig viel Diplomatie. Diplomatic Power. Gut, Aragon. Mal sehen. Vielleicht kriegen wir Aragon noch in unser Todesbündnis gegen Frankreich. Warum habe ich eigentlich hier noch das vor? Aragon greift Navarra an. Im Übrigen sehr, sehr bad ist. Mit Navarra, Ragusa, Knights und Luca. So ein Claim auf den? Ja, das ist ein Claim auf Navarra, huh? Holy shit.
Navara möchte Condottieri haben. Egal. Okay. Navara gibt's gleich nicht mehr. Ein Favor alle 2 Jahre ist echt kacke. Wir warten jetzt quasi gerade auf den War of the Roses Event. Was? Frankreich, Capital. One of the following must be true. Controlled by England. Das heißt, ich muss Paris haben. Ja, ich muss Paris haben. Sobald ich Paris erobert habe, kann ich die in eine Personalunion zwingen. Was? Ich? Schade, mein günstiger Geologe ist gestorben. Ist ein bisschen teurer und der kostet 0,5 Gold mehr pro Monat. Hätte auf Military Might gehen sollen. Ja, ihr braucht noch mehr. Ich habe mich noch gar nicht um die Estates gekümmert. Ich muss mich mal ein bisschen um die Estates kümmern. Mal sehen. Support-Seeken sind 58. Base 20, ich kann dir noch 12 geben, dann bin ich bei 60. Genau bei 70 bin ich da, wenn ich dir noch 12% gebe, das ist genau richtig. Ah ne, die müssen... ...75 muss ich den die haben. Machen wir es mal anders. Machen wir mal. Fünfzehn dazu. 73 und jetzt noch 2% über eine Provinz. Da haben wir noch eine 2,5 Provinz. So. Aber. Ja, 150 Upman Points. Aber. Was wir nochmal wieder wegnehmen können. Gut. Nein, dann gehen die unter 40%. Das ist nicht gut. Wir haben mit den Burkers. Die kriegen Norfolk. Uns können die halten. Mal sehen, können wir sonst noch irgendwas mit dem machen? Monopoly Charters. 20, 30 sind 38 Prozent. Ist okay. So. Gut. Haben wir erstmal die Dinge etwas gemacht? Oh, ja.
Aragorn möchte. Schön. Noch wieder ein. Oh, Frankreich. Oh, Frankreich. Wir wollen so einen schlechten Herr nicht haben. Weak lame oder weiß ich nicht was. Halt behindert. Mit Limetien und... Limetien und Fersan. Was für ein Krieg ihn hier gerade führt. Den Konquest auf Veran. Was da? Interessant. Ah. Lass uns mal einfach ein bisschen chillen und warten, bis wir genug Favors haben und dann führen wir Krieg gegen die Franzosen. So, bis dahin, was ist das? Manpower at least 60%. Gehen wir auch bald hin, die Total Army? Toll. Unser Militärtyp ist gestorben. Der war leider sehr, sehr gut. Mal gucken, ob der gute... Hallenjojo besser wird. General Hallenjojo. Morgen, Hadalaf. Und. Oh, er ist ziemlich okay. Muss ich sagen. Relativ okay. Guter Hallenjojo. Warum ist das so? Meint ich nur. 4,7 Army Tradition. Der ist ziemlich gut geworden dafür. Und wir mal weiter die Army. Deutschland? Wie, was ist bei mir Deutschland? Wie meinst du die Frage? Olaf? Bisschen ärgerlich. Dass wir Military Powers spenden mussten. Und was? Der hat komplett Britannien erobert? Fuck, Frankreich, the fuck. Bisher noch alles relativ normal. Das Heilige Römische Reich ist noch relativ friedlich. So. Wir verlieren die 10 Prestige. Ist okay. Ah, War of the Roses ist gekommen. Aufhören zu drillen. Mal sehen. So, wir müssen jetzt einen Kandidaten wählen. Der Krieg, der Rosenkrieg quasi. Das Haus von Lancaster und das Haus der York haben sich bekriegt. Mal sehen. Henry Lancaster 323 oder 136. Mal sehen. Bis 1458. Okay. Das sind 8. Der hat 10. Also York ist generell besser von den Points. 21 in Lancaster.
Mal sehen. Wo sind 21 in Manchester? Das ist Leicester. Das ist Lancashire. In Lancashire. Da. Moment. Bewegen wir uns das mal dahin. Bisschen verpennt, das aufzupassen. Ein Hall jetzt. Ach, da. Alles gut. So. Und schon wieder haben wir den König gewechselt. Jetzt sind wir nämlich King Edward von York. Hall. Fluss zwischen Derby, Lincolnshire und York. Das heißt, wir gehen von Scarborough. Greifen wir in diese Provinz hier an. Mal sehen, ist der General gut? Bei Schock. Nein, wir haben besseren. Oh, what? Holy shit. Nein. Wir haben irgendwie überhaupt keine Moral. Ja. Okay. Habe ich ein bisschen zu früh angegriffen. Ich hätte warten sollen, dass wir ein bisschen mehr Moral haben. Zurück. Mal die Neville Doctrine jetzt endlich machen. Trade Doctrine genommen. Und ich sollte mal meine Stability hoch machen. Derby. Da sollten wir wieder so da hochgehen und dann. Ah, na, na, na. Kannst du jetzt mal hier rüberkommen, ist eine gute Idee. So. Bleiben wir dir mir auch von denen. Gott. Pretender sind down. So, and Sven. Oh.
Gott. Die Provinzen sind. Achso, verdammt, meine ganzen. Okay, meine ganzen Sachen sind noch gut. Wieder auf London drauf. Ich habe keine Manpower mehr. Mich behindert. Stability 1. Event Regency Council has an her. Wir das schon mal. Jetzt muss nur noch eine einzige Sache kommen. Wir brauchen einen Nachfolger. Kriegen wir weniger Tags. Und das ist ziemlich gut. Wir haben eh keine Manpower. Ich sollte nicht unbedingt drillen. Nicht smart. Falls ein Event kommt, wo... Obwohl, für Soldaten spawnen, kann ich das Event ausmachen. Okay. Sonst ist alles relativ simpel. Ich habe ja doch auf YouTube auch das Portugal-Video hochgeladen, wo ich am Anfang alles erkläre. Könntest versuchen, da mal reinzuschauen und vielleicht dann zu verstehen, was ich hier mache. Unser Statesman ist gestorben, die sterben aber alle schnell weg. Wollen wir was Besseres bekommen? Auch für 15 Gold wehtun. Ja. Port für York. Nice. Er will mir unbedingt ein Spy Network draufdrücken. Ja, okay, dann machen wir ein Spy Network. Ich brauche ihn einfach nur wegen den Punkten. Automatische Technologie. Ja, machen. Wir haben Geld übrig, lass uns mal einen Marktplatz bauen. In London. Und in London reicht erstmal eigentlich. Kriegen wir schon massig mehr Trade Power mit. Aus den Corks so eine Trade Power lastige. Ach, ein Estuary. Okay. Ah. Burgund kämpft gegen Provinz. Burgund, Nevers, Brabant, Flanders. Ja, das ist schön. Sehr schön. Burgund kämpft jetzt gegen Frankreich. Das heißt, die werden sich gegenseitig ein bisschen bekriegen. Was sehr, 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 sehr schön ist. Ich bin gerade, das ist 1444 fängt man an, das heißt, ich spiele erst 5 Jahre im Spiel. 1444 bis 1821. Wir haben gerade erst ein neues, frisches Game angefangen. Moment. Den? Castle War of Roses. Wenn man kein Glück hat hiermit, dann zieht sich das Ewigkeiten. Das Desaster. Has an her. Hm.
Haven't Regency Council und has an her. Oder wir sind keine Monarchie. Aber wir sind eine Monarchie. Er hat sich den Ottomanen angeschlossen. Können wir nur hoffen, dass die Franzosen sich mit den Burgundern richtig gegenseitig zerpflücken. Ohne dass das Burgundian Inheritance triggert. Event. Dem Royal Marriage? Nein. So, noch mehr Royal Marriages. Je mehr Royal Marriages wir haben, desto eher haben wir die Chance auf einen Nachfolger. Port für York. Wunderbar. Sehr gut. Klappen sich ganz gut, beiden. Navarra ist jetzt auch gefallen. Watering the Troops. Land Maintenance Modifier 10% und Land Attrition 5% runter im Parlament. Ja, sehr schön. Gut. Ein Palais. Was denn? Hier unten irgendwo? Nein, das muss ja irgendwo sein. Ah, das ist da.